Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks. Wir sind heute wieder unterwegs mit Monomeron in seinem OI Experimental, den 5er Japaner, 5er Heavy Japaner. Eine Weißblechkiste, wie ich ihn gerne nenne. Ja, an der Kameraführung merken wir, wir sind wieder mit Mono unterwegs. Ich komme mit dem Eimer überhaupt nicht klar, aber seine Runde war hier ganz gut. Und deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal die Freiheit raus, mir die ganze Sache mal anzuschauen. Aber wenn du erlaubst, lieber Mono, werde ich mal die Ansicht lösen. Da wird man ja seekrank. So, die Bevölkerung ist wieder aufs Beste gelaunt. Und wir fahren in die Stadt. Ja, das ist immer gut. Offensichtlich gleich zur Kirche. Der hätte ich gedacht, der fährt in den Sandwall, aber das ist eigentlich egal, ob die Wanne oder der Turm rausguckt, es geht sowieso alles durch. Von daher bin ich echt mal gespannt, wie er das hinkriegt. Ich will zum Ergebnis noch gar nicht viel sagen. Ja, lasst euch einfach überraschen. So. Okay, ganze Team stürmt vor. Das Dorf wird komplett alleine gelassen. Das ist wieder perfekte Voraussetzung für einen Rush des Gegners auf der linken, Quatsch, auf der rechten Seite. Arti wird alleine gelassen, wie sich das gehört. Also alles standardmäßig. So muss es sein. Ist auch ein Standardgefecht. Von daher ist die Verhaltensweise des Teams auch entsprechend zu erklären. So, na mal gucken. Jetzt kommt der UI da raus. Und kriegt eine? Nein, kriegt er nicht. Wir schießen erstmal prompt daneben. So. Ja, 75 mm Panzerung am Turm. Und wie ihr seht, das ist einfach nur glatte Fläche. Jetzt hat er ihm doch eine gegeben. Da geht also wirklich alles durch. Und dann noch dieser unförmige Rumpf dazu. Also es ist wirklich ein Traum, dieser Panzer. Den Schuss hätte sie sparen können. Ein nervöser Zeigefinger. Ich weiß gar nicht, ob Winkeln überhaupt was bringen. Bam. Sehr schön. Dann haben wir den ersten Abschuss. Die ersten 466 Schaden sind drin. Also von der Panzerung her muss er wirklich wie ein TD gefahren werden. Schön im Hintergrund. Aber dennoch nicht so weit weg. Oh, wie machst du das? Wie kannst du so spielen? Dennoch nicht so weit weg, weil die Kanone so abartig ungenau ist. Das olle Ofenrohr. Aber wenn es trifft, dann macht's richtig. Rums. Genau das meinte ich. Da war Abschuss Nummer 2. So, wir sind jetzt mittlerweile offen. Da ist ein B1, das ist leichte Beute. Genau, der ist auch One-Shot. Sehr schön. M7 ist One-Shot. Ah, der ging offensichtlich daneben. Bin jetzt wieder in einer freien Ansicht. Ich wollte gerade sagen, warst du das jetzt? Nee. Hinter dir ist ein 1C. So geht's auch. Drei Ziele mit jeweils einem Schuss. Das sollte ein Sensenmann bedeuten, wenn du den nicht schon vorher hattest. T34, wenn du jetzt rausfährst, kriegst du eine. Und... Ah, oh, schade. 18 Punkte übrig geblieben, aber schöne 300er Kelle. So, jetzt ist der aber dran hier. Komm. Sauber. Und schon sind wir bei 5 Abschüssen. Einen noch, dann hast du den Krieger drin. Da kommt er angefahren. Oh. Ein bisschen nervös. Ein bisschen nervös, der gute Mono. Du wirst von hinten geschossen. Was beschießt dich denn da? Nein. Warum schießt du denn nicht aufs Antriebsrad? Ach Mensch, ein Covenanter beschießt dich. Na, das ist doch toll. So, jetzt aber. Und rums. So gehört sich das. KV1, da musst du ein bisschen aufpassen. Kommt drauf an, was er für ein Rohr drauf hat. Offensichtlich das kleine.
Sehr schön. Ach, den T-34 hast du gar nicht abgeschossen? Ist ja lustig. War das jemand anders? Ich hätte es gar nicht so schnell mitgekriegt. Mittlerweile ist er mit dem Stuck alleine. Das war der Krieger. T-28, leichte Beute. Jetzt muss man doch langsam aufpassen. Sehr schön. Und es bounced alles. Das ist unglaublich. Bei mir kommt alles durch und bei ihm prallen sie ab. Aber jetzt kommen auch bloß noch die Spielzeugkanonen hier. Und er fackelt ab und da ist die Radley Walters. Das ist ja unglaublich. Bloß noch ein M4 da. 8 Abschüsse, 2500 Schaden. Meine Fresse. Und was da alles abgeprallt ist. KV-1. T-34 ist abgeprallt. Gut, dass der Covenant abprallt, ist klar. T-28, der normalerweise durchkommt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wirklich Glück gehabt. So, müssen wir die Ansicht wieder lösen, sonst wäre ich hier wirklich noch seekrank. 194 hat noch der M4. 8 Abschüsse. Also ich würde sagen, das Match hast du definitiv gerettet. Und dass das jetzt so schnell ging, damit habe ich auch nicht gerechnet. Innerhalb kürzester Zeit mal eben 6 Abschüsse hier rausgedrückt. So. Wo ist der M4? Hinter dir. Gott sei Dank, das ist eben noch der große Vorteil an dem Panzer, er ist recht agil. Also für einen Panzer dieser Größe finde ich ihn recht agil. Mit jedem anderen hätte man jetzt so eine Kehrtwendung nicht machen können. Also mit jedem anderen in der Gewichtsklasse. Von daher, der Panzer muss ja auch Vorteile haben. Und offensichtlich kann man ja damit richtig was reißen. Also ich hatte ein Gefecht, wo ich mal bei 1900 Schaden war. Das war es dann aber auch schon. Der Rest dümpelte immer um die 1000 rum. Kommen mit dem Eimer einfach nicht klar. Aber vielleicht, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Vielleicht wird es ja dann besser. So, was macht denn der M4 jetzt? Die Farbauswahl ist ja auch recht monoton hier. Na, schauen wir mal. So sicher ist das nämlich alles hier noch nicht. Zumal der gute Mono noch 207 HP hat. Und wir wissen ja, es geht alles durch. Und wenn der M4 die Derp Gun drauf hat und zufällig auch noch eine Hitmumpel lädt, dann haben wir ein echtes Problem. Deswegen, Kia sagte, immer schön Suche. Ja, der wird vermutlich jetzt schon lange hinten rumgefahren sein. So schwer sein, jetzt hier noch eine M4 zu finden. Der T-34 nannte sich Mithras. Woher kenne ich denn das? Tell us where he is. Ah, ich wollte gerade sagen, das muss aber das Gegnerteam fragen. Langweilig. Mal ein bisschen vorspulen können hier. Was ist der AFK? Warum macht man sowas, Herr Durchfallwagen? Und bumm. Das ging schnell. Mal schnell
noch einen Snapshot rausgedrückt und 9 Abschüsse. So, dann schauen wir uns den ganzen Spaß mal an hier. Also, es hat natürlich für den Meister gereicht. Das ganze Gedöns hier ringsrum natürlich noch. Dann, da ist er, Radley Walters. Wir haben den Defender, weil er ja eben da alles aus dem eigenen Cap rausgeschossen hat. Was ist das? Spartaner, glaube ich? Oder Nerven aus Stahl? Irgendwas von dem, keine Ahnung. Stahlwand. Es ist eine Frechheit, mit dem Panzer eine Stahlwand zu kriegen. Also, es ist wirklich, wie gesagt, was da abgeprallt ist, der Hammer. Großkaliber natürlich und Top Gun obendrauf, sprich den Krieger. Also, da hat er wirklich gar nichts anbrennen lassen. 2722 Schaden, 9 wahnsinnige Abschüsse, 1550 Basiserfahrung, 12 wahnwitzige Medaillen, 20 mal geschossen, 15 mal tatsächlich getroffen mit dem Ofenrohr, 13 Durchschläge. Schaden hatte ich schon gesagt. Blockt bei Armor 1410. Es ist wirklich. Also, wie kriegst du das hin? Das ist unglaublich. Geht mir einfach nicht. 10 beschädigt, 9 zerstört, 81 Capture Points. Naja, eben hier wegen Defender und so. Na, ihr wisst schon. 3,77 Kilometer gefahren. Das muss auch erstmal einer hinkriegen. Das ist mehr als mancher Scout. 53 brutto, 42 netto und 4650 Erfahrungspunkte insgesamt. Das war doch mal eine geile Runde. Also, vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.